Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch mal so ein bisschen, wie wir unsere nächste Reise geplant haben. Und zwar geht unsere nächste Reise nach Vietnam, was ganz schön cool ist. Und ja, und ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht mit so ein paar Ideen, damit ich auch nichts vergesse. Und ich fange mal direkt an mit dem ersten Punkt. Und zwar müsst ihr, als erstes müsst ihr die Tickets, also die Flugtickets kaufen. Und da würde ich erstmal viel vergleichen und an verschiedenen Tagen gucken. Meistens sind Wochentage immer günstiger, also von Montag bis Freitag. Aber wir haben zum Beispiel auch gute Preise von, also wir fliegen am Samstag und kommen, glaube ich, am Freitag zurück. Ja, da müsst ihr einfach mal gucken. Als nächstes würde ich mich dann informieren, was es überhaupt in diesem Land gibt oder wenn ihr eine Städtereise macht, was es in dieser Stadt gibt. Und mir dann so eine kleine Liste mit verschiedenen Orten, die man unbedingt sehen möchte und die vielleicht nochmal unterstreichen. Und da habe ich mir sehr gerne Vlogs angeschaut von verschiedenen Leuten, die schon mal in Vietnam waren oder auch so eine Vietnamreise gemacht haben, weil man einfach sehen kann, was Vietnam zu bieten hat und dann kann man auch so ein bisschen auch Tipps von denen erfahren. Und dann haben wir uns auch nochmal ein Reisehandbuch genommen, das haben wir jetzt geschenkt bekommen. Da steht nochmal alles genau über Vietnam und die verschiedenen Orte. Da sind auch ein paar Seiten mit Vokabular, was auch ganz cool ist. Und hier hinten dann nochmal so ein, so ein Map von Vietnam. Genau, den Reiseführer, den werden wir vielleicht nicht mitnehmen, weil der ein bisschen schwer ist. Wir werden vielleicht nur die Karte mitnehmen. Als wir diese Liste gemacht haben, die kann ich euch auch mal zeigen, die sah so aus, auf so ein Schmierblatt. Die haben wir dann erstmal zur Seite gepackt und haben uns dann mal informiert, was man überhaupt haben muss, damit man nach Vietnam reist. Und da haben wir gelesen, man braucht verschiedene Impfungen. Reiseimpfungen, und zwar haben wir uns gegen Tollwut, Typhus und Hepatitis A geimpft. Dem haben wir dann auch Tabletten für Malaria gekauft, die wir dann mitnehmen. Genau, dann haben wir auch gelesen, dass man ein Visum braucht. Wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat und nur 15 Tage in Vietnam verbringt, dann braucht man kein Visum. Aber da wir keinen deutschen Pass haben, brauchen wir halt ein Visum. Und den haben wir auch beantragt übers Internet. Das war auch ganz einfach. Das heißt jetzt E-Visum für Vietnam. Kann man sich dort einfach machen lassen übers Internet. Und das hat uns $34 gekostet. Was ein guter Preis ist, wie ich finde. Und dann müsst ihr auch noch rechnen, dass ihr, wenn ihr nach Vietnam einreist, nochmal für jede Person $25 für einen Stempel zahlt. Also am besten bei der Einreise diese $25 schon mal bereithalten. Genau, dann haben wir uns überlegt, wie wir Vietnam bereisen wollen oder ob wir überhaupt Vietnam bereisen wollen. Dann haben wir uns die Liste angeguckt, die wir als erstes gemacht haben. Und die Sachen liegen teilweise, überall verteilt im Land. Deshalb haben wir beschlossen, so einen Backpack-Trip zu machen. Und wir haben uns dann über Amazon auch einen Rucksack besorgt. Das ist der hier, der auch schon schwer ist. Und zwar habe ich da schon einige Sachen reingepackt, die ich dann in einem anderen Video genauer zeige. Und ja, dieser Rucksack hat eine Kapazität von ungefähr 50 Litern, was schon mal viel ist. Aber ja, ihr müsst dann auch eine Liste machen, bevor ihr vielleicht den Rucksack kauft, mit Sachen, die ihr unbedingt mitnehmen wollt. Das haben wir auch gemacht. Wir haben ungefähr geschaut, was wir brauchen. Genau, bei uns ist es ein bisschen mehr geworden, weil wir auch das Equipment für die Kameras mitnehmen, Stative und alles drum und dran. Deshalb haben wir dann eine größere Variante ausgewählt. Genau, mein nächster Tipp ist dann, diese Liste zu machen, wie gesagt, was man unbedingt mitnehmen möchte und was man unbedingt braucht. Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, wie zum Beispiel... Sachen, die so ein bisschen größer sind, die würde ich einfach dort kaufen, wie zum Beispiel Badetücher. Die gibt es dort bestimmt günstiger und ja. Genau, und die müsst ihr dann nicht bis nach Vietnam schleppen. Genau, nachdem wir dann geguckt haben, was wir alles brauchen und was wir alles mitnehmen, dann haben wir uns eine endgültige Liste gemacht, und zwar, was wir wann besuchen wollen. Da sind wir von unserer Ausgangsliste gegangen.
Und da haben wir uns eine finale Liste gemacht, und zwar wann wir ankommen und dann an welchem Tag wir welche Städte besuchen wollen. Und da haben wir für jede Stadt ungefähr 2 Tage geplant, was ganz gut ist. Und genau, das ist, glaube ich, ein guter Plan, weil in 2 Tagen hat man ungefähr so das meiste gesehen. Genau, und dann würde ich mir auch so eine grobe Liste machen und zwar auch schreiben, was man ausgeben wird die ganzen Tage. Und das Geld für Essen und also Freizeit, das würde ich lieber bar mitnehmen, aber auch nicht alles, nur einen Teil. Und was Unterkunft und so Transporte angeht, das würde ich lieber mit der Kreditkarte zahlen, weil das einfach sicherer ist. Und dann habt ihr auch nicht das ganze Geld dabei. Genau, das waren jetzt verschiedene Punkte, die man so ein bisschen beachten sollte bei einer Reiseplanung. Und so haben wir halt unsere Reise nach Vietnam geplant. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Es werden dann auch Vlogs aus Vietnam kommen. Genau, im nächsten Video geht es darum, was ich alles so nach Vietnam mitnehme. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!